Hallo meine Lieben, ja, ich habe einen kurzen Quick-Tipp für euch. Und zwar, in diversen Videos sieht man, wie mit der oft so Kleberzeugs abschnibbelt und natürlich irgendwann verklebt das alles. Allerdings habe ich jetzt endlich eine Lösung gefunden, wie man das beseitigt, und zwar mit einfach einem Nagellackentferner. Dazu einfach ein Wattepad oder Taschentuch oder was auch immer verwenden, dann etwas Nagellackentferner drauf. Ganz egal, was für einer, also ich habe gerade einfach nur den da. Und dann geht man her und putzt sich einfach da komplett die Spitze ab, bis die ganzen Klebereste weg sein und die Schere ist wie neu. Das werde ich jetzt da auch gleich machen. So einfach drüber. Ja, also wie neu. Irgendwann wird sie wahrscheinlich auch verstumpfen, schätze ich mal. Aber das klappt echt prima, weil ich habe vorher die Schere fast gar nicht mehr aufgebracht. Und dann habe ich einmal drüber mit Nagellack hinfahren und funktioniert tadellos. Ja, meine Lieben, das war mein kurzer Quick-Tipp. Ich hoffe, es hat euch geholfen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!